Was ist dein Plan? Mir kein Level 1 push. Not possible, not possible. Tassana hat wie ein Flash von uns. Ja, ich wusste hundertprozentig, dass sie geflasht hat, aber das ist halt nicht der richtige. Digga, kann ich mal Assets bringen? Also ich war mir hundertprozentig sicher, deswegen habe ich sie auch gecallt. Aber ist halt nicht der. So eine Diskussion ist halt einfach wasted. Oder wir verlieren das. Ich weiß nicht, in welcher Welt er denkt, dass wir das gewinnen. Das ist fein für uns. Ich droppe halt sehr viele CS, aber das ist normal in dem Matchup. Ich denn keine Sums. Aber wir haben halt niemals genug Damage, um zu killen, glaube ich. Hier ist Umnet Thrash. Problem läuft klasse, wie ich sehe. Bro, du hast 10 AP, du willst da nicht wirklich rein, oder? Nein! Digga, ich jump nicht auf einen Thresh drauf. Ja, 200 AP, will das wir engagen. Wo die jungelt jetzt nach unten? Maybe wenn sie overextenden. Ich verliere halt viel zu viel, wenn wir hier fighten. Ich droppe halt so viel CS. Also ich droppe auch so extrem viel CS. Hier sieht man halt, was Jinx Thresh so kann, ne? Ist halt schon eine starke Lane. Aber Rakan ist auch einfach kein guter Lane-Champion. Wir brauchen hier einfach schnell einen Reset. Könnte Freezen der Thresh oder auch. Nice Freeze, Bro. Let's get out of here. Topside sieht ja wirklich klasse aus. Aber es ist Runeable, wir sind gut im Game. Ich mach's so. Boah, das ist ein geiler Backport. Obwohl, die ist hart raus aus dem Game. Top ist hart raus aus dem Game. But still no flash.
habe keine Ahnung, wo der Jungler ist, Bruder. Bruder, bitte hör einfach auf. Da ist so safe eine Elise hinten. Drake wahrscheinlich. Nee, wir können da nicht rein. Die sind einfach am Drake. Ist okay, gehen wir erst den Drake auf. Wir können ja wohl ein bisschen farmen, ist so okay. Hier, dieses Mitte, jetzt können wir was machen. Ich spiele so turbo safe, what the fuck. Oh, die haben so viel Respekt vor uns. Aber warum denn auf Thresh? Warum denn? Ich meine, it worked, aber... I guess it was fine. Das Game ist noch okay. Ich glaube, wir scalen relativ gut. Ich meine, die haben Jinx. Aber unser Scaling ist, glaube ich, not bad. Ich kann hier wahrscheinlich ziemlich viel machen. Botlane gehen wir hart. Mal gucken, mal gucken. Itzevinibel. Trishmiss. Jinx kann auf jeden Fall nicht auf die Lane 1v1 gegen mich. Vielleicht kann ich mich hier rein sneaken. Ah, ne, werde ich gespottet. Sneak Level 100. Ich will halt nicht die ganze Minion Wave tanken, wenn ich keine Ult habe, to be honest. Joa. Ich glaube, ich muss hier irgendwas probieren. Vielleicht bietet sie für die nächste Wave. Wenn jetzt ja Thresh da ist, ist natürlich unangenehm, aber ja, schade. Ich habe keinen Jump. No! 5 HP. Ich glaube, ich habe einen Auto-Tag gecancelt. Wir haben halt eine hard-winning Botlane, aber der Volibear versucht trotzdem weiter in alle anderen Lanes außer Botlane reinzuspielen. Das verstehe ich nicht so ganz. Lol, da ist noch ein Minion. Geil. Weiter pushen? Ja, I guess. Nach dem Plating sollten wir aber schon raus, glaube ich. Ja, wie können wir hier rein? Oder ist bad?
Ist glaube ich bad. Da ist Elise, ne? Block it. Ah, ich hab mal Flash. Ich hab kein Flash. Ah, wieso dachte ich gerade, ich hab Flash? Ah, yikes. Ah, big yikes. Ich glaub, mein Dings muss ja ready, oder? Mein... Ach du Scheiße, ist der useless. Das ist okay. Ja, so die Jinx den Kill kriegen. Ich glaub, mein Jump war ready, ne? Ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, ich hab Flash gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Nee, wenn ich da rauswähle, dann sterbe ich, glaube ich, auch. Bro, er intet so hart. What the fuck? Der Gnar ist ein Level up, aber ich glaube, er ist einfach straight up stärker als ich, ne? Oh, ist das ein Desaster. Baby! So geil, wie einfach alle runterrennen, ne? Und ich hier versuche das irgendwie zu stabilisieren. Ah, it's winnable, guys, it's winnable. Es wird echt hart zu carryen, weil die Gegner halt sehr, sehr viel haben, was sie einfach auf mich werfen können. Yona und so weiter, aber mal gucken. Das Ding ist, ich bin halt fett, aber nicht im Vergleich zu allen anderen im Gegnerteam. Ne? Ich bin genauso fett wie die Jinx, genauso fett wie der Yo, und das ist halt das Problem. Wenn ich jetzt 2000 Gold mehr hätte als alle anderen, ich glaube, dann wäre es schon... nein. Wir haben den Tower defended, immerhin, I guess. Jetzt darf ich gegen den Yone Sidelane spielen, I guess. Och, Jungs. One for one, I guess. Ja, soll den scheiß T1 Tower einfach droppen, who cares? What? Was? Das hat mich gehittet? Are you joking? Das hat mich gehittet? Alles. Nee, es hat mich nicht mal gehittet! Es hat mich nicht mal gehittet! Die Ultimate hat... Oder ist der, macht die keinen Damage, aber es zieht mich trotzdem ran. Die Ultimate hat mir keinen Damage gemacht. Hä? Wie kann die Ultimate mich hitten, aber keinen Damage machen? What? Ich glaube, ich hatte noch keine Ult ready. Ah, ja, Jorun. Es gibt vergeht halt auch kein Game, wo ich mich nicht über Jorun aufrege. Wow, sie zieht einfach durch. Ja, das ist nicht winnable wahrscheinlich. So wie die Leute innen kann ich, glaube ich, das Game nicht carryen. Jetzt halt jeder ist useless in meinem Team, außer...
Akan, weil er Support gepickt hat. Ich darf dann auch noch gegen den fucking Yone Lane gehen. Weil sich der Victor denkt, nee, ich will jetzt hier Mitte Tower halten. Au, ich bin tot. Ah, mal gucken. Wir spielen es trotzdem weiter. We try our best. Ja, da war mehr Items als ich, ne? Geiler Engage, wirklich. Jinx hat einfach mehr Gold als ich. Das beschreibt das Game eigentlich schon sehr gut. Die Solo killen die Botlane viermal. Die hat mehr Gold als ich. Wir haben einfach kein Damage gerade. Ich kann ja nicht einfach so rauflaufen und Damage machen. Das funktioniert der ADK nicht. Ah, droppen wir halt den Tower, whatever. Und der Navi gleich greeden. Boah, ist halt so viel Scheiße, was ich ins Gesicht bekomme, ne? Dann kommt da von der Seite auch noch der Yone. Und das Game ist so unplayable. Vielleicht kriege ich hier einen Catch. Ja, die haben hier ja auch Vision. Ja, die haben überall Vision. So schwer zu spielen. Der ist auch viel zu tanky, ne? Den kann ich nicht einfach so killen. Jetzt hätte ich hier doch wieder Lord Dominix gebraucht. Ich weiß nicht, ich denke mir immer so in dem Game, es gibt einen einzigen Champion, gegen den Lord Dominix gut ist hier. Das ist der Gnar. Brauche ich nicht. Und am Ende kann ich doch nichts machen, außer den Gnar hitten. Liegt aber auch daran, dass unser Victor halt so behind ist. Jetzt müsste der ein bisschen Respekt vor dem haben. Ich gehe trotzdem für einen Dancer. Schade, dass Leute, wir das andere Firmen würden das Spiel safe besser machen können. Das ist ja absoluter Bullshit. Lol ist da, wo es ist, weil Riot Games einfach weiß, was sie machen. Man mag es nicht immer agreen, aber. Vielleicht können wir hier einen Catch holen, wenn die für Vision gehen oder so. Ja, ich will die Minion Wave haben. Ja, lass ein Play auf den mobilsten Champion im Gegner-Team machen. Ohne unseren Engage-Support. Ja, Damage ist echt gut, aber. Mach einfach kein Damage. Das ist einfach nur sad. Meine Victor hat wenigstens seine Kusche, ne? Der ist einfach nur schlecht in dem Game gerade. Der hat einfach nur ein schlechtes Game. Aber die beiden hier. Oh, mal gucken, wenn ich noch Infinity Edge kriege. Mein Damage ist ja decent, aber mein Damage ist nicht. Wie gesagt, das große Problem ist nicht, dass mein Damage schlecht ist. Das Problem ist, dass ich nicht mehr Items habe als die Gegner und deswegen nicht viel mehr Damage mache als die Gegner. Das heißt, meine Frontline stirbt einfach zuerst, weil die Jinx halt so viel mehr machen darf in dem Game. Nee. Die Rakan Calls haben mich bisher jetzt auch nicht abgeholt. Und der Volibear macht einfach einen geilen Nash-Stil. Dann haben wir das Game, glaube ich.
Schade. Ich hab keinen Orb. Cool. 6k. Cool. Molibär, Alter. Hat er das actually überlebt? Nee. So close alles, Alter. Nee. Wir machen hier keinen Nash, Alter. Shut the fuck up. Wieso ist er so viel schneller als ich? Ich bin tot, ne? Ich bin einfach tot. Ah, doch nicht. Er hätte mich runterrennen können, glaube ich. Ah, die Gegner spielen das auch gut, ne? Muss man den lassen. So, die Gegner spielen das sehr, sehr gut und wir spielen das sehr, sehr schlecht. Es gehören immer zwei Parteien dazu. Ah, ich bin sehr zufrieden mit meinem Game hier bisher. Der macht noch Bruderion, macht er nicht. Ich brauche noch Infinity Edge, dann kann ich das carryen, glaube ich. Darüber freue ich mich, süß das öffnen. Oh, guck mal. Das ist doch Int. Ach nee, er hat einfach Jon gepickt, er darf das machen. Bah, Lifesteal ist so ein geiler Stat auf Assassins. Ah, yikes. Ich finde auch, dass Assassins sich einfach durch Full Damage Comps durchsustainen soll. Das finde ich jetzt auch immer gutes Design.